Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fuck Genetic Box von Genetic. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fuck Genetic. Ein sehr, ja, provokanter, reißerischer Titel, sage ich mal. Also, wenn man sich selbst mit dem Album beleidigt. Und auch das Design ist sehr, ja, provokant oder eigenwillig. Also wir haben hier Gold, Fuck stehen. Sieht so nach Graffiti, nach Sprühfarbe aus, deswegen hier verläuft das Ganze dann noch frisch. Und hier haben wir zwei, ja, Kinder, ich sage mal junge Männer, die hier auf einer Treppe sitzen und beide bewaffnet sind. Also der eine mit einer M4 und der andere mit einer, na, schwer zu sagen, auf jeden Fall mit einer Pistole. Ansonsten bis auf eine Badehose, bis auf eine kurze Hose und ein T-Shirt, das sie vermummt, haben die Herren nicht viel an. Okay, Flipflops gibt es noch. Gut, unten haben wir einen Strichcode. Und hier steht noch, was steht hier? Today 9 out of 10 kids prefer guns to crayons. Fuck Genetic. Okay, also auf Deutsch heißt das so viel wie heutzutage bevorzugen 9 von 10 Kindern Waffen gegenüber Stiften. Ja, das dürfte wohl ein trauriger Fakt sein. Gerade in ärmeren Ländern trifft das wohl zu. Die Box ist eine Clubbox. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, eine Instrumentals im Pub, in der Papphülle, das Album an sich, zwei Sticker und ein Poster. So, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Und hier fällt uns gleich mal auf, wir haben weder ein, ich sag mal, normales Cover, noch ein Booklet. Sehr spannend das Ganze. Also, sehr minimalistisch gehalten. Wir haben hier einfach eine durchsichtige, also nachdem hier kein Booklet drin ist, ist es einfach durchsichtig hier. Man sieht direkt durch auf die CD. Auf der CD nochmal die zwei jungen Herren da sitzen. Auch hier alles in weiß und minimalistisch gehalten, die Rückseite. Und was lesen wir hier noch? Fuck Genetic in Violett und Gelb. Okay. Auf der Rückseite, ebenfalls sehr minimalistisch, haben wir die Tracks einfach nur aufgelistet. 16 Tracks. Und Features haben wir von A$AP Nast und Joy Denalane. Ja. Meine Lieblingstracks, auch wenn sie jetzt da nicht aufgelistet sind, sind Peng Peng und Tote Präsidenten. Aber bin gespannt, ob vielleicht noch, naja, wenn das jetzt die Papphülle ist der Instrumentals, wird auch hier wohl keine Tracklist sein. Gut, Tracklist kann ich euch in dem Fall leider keine anbieten. Das habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Hier haben wir noch die Info Fuck Genetic Instrumentals. Ansonsten hellgrau. Und auch hier sehen wir, das Ganze ist sehr nüchtern und sehr minimalistisch gehalten. Wir haben hier eine, ja, rosane Hülle und hier unten steht klein im Eck Instrumentals. Ja. Es ist mal sehr, sehr speziell gehalten, das Ganze. Okay, dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen hier, rechteckig, relativ groß, rote Schrift, Fuck mit Doppel-K, wie auch schon auf dem Albumtitel oder auf dem Albumcover, da allerdings in Gold. Und dann haben wir hier noch Fuck Genetic, ebenfalls in rechteckig, etwas kleiner. Das ist so mehr oder weniger Postkartenformat und das Ganze ein wenig kleiner gehalten. Gut, dann haben wir noch ein Poster.
auf diesem Poster auch wieder die beiden Kids zu sehen. Unten hier die Plakette, oder sieht aus wie so ein altes Preisschild früher, wenn man Sachen etikettiert hat. Fuck Genetik. Fuck. Und hier oben nochmal der Satz in dreifacher Ausführung, dass eben 9 von 10 Kindern Waffen gegenüber Stiften bevorzugen würden heutzutage. Okay, Poster im Hochformat. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Bestandteil, nämlich zum T-Shirt. Und das Ganze, wie könnte es anders sein, zeigt ebenfalls nochmals das Cover mit dem großen Fuck und hier noch dreimal den Spruch, den wir eben schon hatten. So sieht das Ganze aus. Okay, die Ärmel sind unbedruckt und Neckprint haben wir ebenfalls keinen. Gut, wir haben nicht nur keinen Neckprint, sondern wir haben auch, wie man sehen kann, keinen Hinweis darüber, was das für ein Shirt ist. Wurde leider herausgetrennt, man sieht hier auch noch die letzten Faserreste hier. Also das Etikett wurde einfach herausgetrennt. Jetzt schauen wir mal kurz, ob hier unten vielleicht ein Zettel versteckt ist, aber ich befürchte mal, nein. Gut, dann finden wir uns damit ab, dass wir keine weiteren Informationen zu diesem T-Shirt haben. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust diesen quadratischen Aufdruck inklusive des roten Schriftzugs Fuck. Dann hier unten mit diesem gelben Etikett Fuck Genetik. Und dann hier noch dreimal der Satz Today 9 out of 10 kids prefer guns to crayons. Und zum Abschluss fassen wir noch zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Größe L ist, auch wenn es, wie gesagt, leider nicht drinnen steht. Dann haben wir das Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Diese beiden Sticker, einmal Fuck Genetik. Die Instrumentals in dieser Papphülle und das Album Fuck Genetik an sich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein wenig schade, dass hier kein Booklet oder ja, dass hier so minimalistisch gearbeitet wurde. Ich meine, ist natürlich ein Stilmittel, aber ich hätte natürlich schon gern ein Booklet gehabt. Naja, vielleicht bei der nächsten Box von Genetik wieder. Vielleicht ist diese dann auch nicht ganz so, ja, ich sag mal, negativ oder minimalistisch gehalten. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Genetik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu in der Videobeschreibung unter diesem Video. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.